Was geht ab, meine werten Freunde, und willkommen hier zu einem neuen Part von Breath of the Wild. Ich habe gerade im Ladebildschirm einen coolen Tipp gelesen. Und zwar, Grab ein Loch, Bello heißt es, genau. Und zwar kann man Hunden etwas zu essen hinwerfen und manchmal spornen sie es an, zu besonderen Leistungen. Das heißt, naja. Wir können Hunden was zu essen hinwerfen und vielleicht graben sie uns dann einen Schatz aus Nopal oder irgendwas. Voll cool. Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. So. Hallo, Krog. Oh, rot. Oh, du hast mich entdeckt. Ich glaube, die sind nach so nach Gebieten auch immer unterschiedlich gefärbt. Wir sind ja jetzt hier gerade Richtung Gerudo unterwegs. Da ist ja so rot-bräunlich. Wenn wir Richtung Todeskrater unterwegs sind, dann wahrscheinlich mehr knallrot und so weiter. So, wir haben jetzt heute noch die Challenge, irgendwie auf diesen Kackturm raufzukommen, der ja von Wächtern umzingelt ist, wie wir im letzten Part leider feststellen mussten. 3 Stück an der Zahl haben unseren Weg dorthin blockiert. Und ich werde jetzt nochmal... Das eine Pferd sah kurzzeitig aus wie Epona. Ja, da zu dem Kolosseum will ich gar nicht hin. Ich weiß jetzt schon, dass da irgendwas Starkes, Mistgeburtiges da sein muss. Muss, geht ja gar nicht anders. Und ich habe mir gerade in einer kurzen Aufnahmepause, ich nehme ja meistens immer so 3 Folgen am Stück auf ungefähr. Deswegen bin ich heute auch entsprechend weit vorproduziert. Damit ich halt nicht in Bedrängnis komme irgendwann. Ich muss eine Folge veröffentlichen, aber kann nicht, weil ich hatte zwischendurch Termine und kam halt nicht zum Aufnehmen. Deswegen habe ich halt so eine recht große Vorproduzierspanne bei Breath of the Wild. Und... Was soll ich sagen? Ich habe den Faden verloren. Ah ja, genau, und deswegen mache ich halt zwischenzeitlich mal kurz manchmal eine Aufnahmepause. So kurz was trinken, was essen, bla bla bla. Was man halt so macht in der Pause. Was ihr halt zum Beispiel auch macht, wenn ihr Pause macht. Komm schon. Mist. Und da habe ich mir, weil heute der 23. ist, ist mir eingefallen, hey, heute kommt Little Inferno für die Switch raus. Ich habe es mir zwar bereits bei Steam gekauft, einer Freundin ebenfalls. Doch, das Spiel ist so cool. Ich wollte es unbedingt auch für die Switch haben. Lustigerweise war es für die Switch billiger als... Das ist ein Krog. Das da vorne ist ein Krog. Für die Switch ist es billiger als bei Steam gewesen. Bei Steam hat es 15 Euro gekostet, auf der Switch kostet es nur 9,99. Die kriege ich. Nein! Ah, ich habe nicht A gedrückt. Na warte, dich kriege ich, du kleiner Geist, du. Ach, scheiße. War zu schnell. Aber wir nehmen eine Abkürzung. Jetzt haben wir ihn. Haha. Okay, ist doch nicht gebietmäßig. Ist einfach nur unterschiedlich gefärbt. Du hast mich gewonnen und einen Krogsamen erhalten. 7. So, da. Genau, in die Richtung. Da ist er. So, jetzt müssen wir nur höllisch aufpassen wegen diesen Kackwächtern. Die sind hier überall. Markiere mir den Turm, sag ich schon. Den, nein. Okay. Markierung löschen. So. Ups, falsche Taste. Warte, wie viel? Okay, ich wollte gerade sagen, wir haben 60 Eispfeile. Wo haben wir die her? Oh Gott, Mini-Golems. Oh. Geil. Und man kann die aufheben. Okay, Instant Kill. Nice. Wo war mein letzter Speicherpunkt? Tipps für Abenteurer. Wenn du Schwierigkeiten mit Feinden hast, schaffe dir mit Essen und Medizin einen Vorteil. Genau. Wenn du wenig Herzen hast oder keine gute Rüstung trägst, solltest du nicht in den offenen Kampf laufen. Auch das wissen wir. Man verliert ja zum Glück nichts, wenn man irgendwie stirbt. Das ist das Gute, man startet halt erst nur vom letzten Speicherpunkt, der ja automatisch gesetzt wird. Kann man übrigens, glaube ich, sogar ausstellen. Kann man? Nee, kann man nicht. Okay, das war Hitman. Oder? Nee. Kann man nicht ausstellen.
Das war bei Hitman. Da kann man das automatische Speichern nämlich auch ausstellen. So, jetzt müssen wir irgendwie an den scheiß Wächtern vorbeikommen. Da ist schon wieder der nächste. Irgendwie müssen wir da hin. Irgendwie die patrouillieren. Hier vorne ist auch wieder ein sehr auffälliger Baum. Was sind das für Pilze? Die kennen wir noch nicht mal. Fiddling. Ein sehr seltener gelber Pilz. Schwer zu finden, hat dafür aber auch einen ganz besonderen Effekt. Er steigert vorübergehend die maximale Ausdauer. Wow. Cooles Teil. So, hier oben sollten wir sicher sein, davor entdeckt zu werden. In diesem garstigen Biest. Da ist er. Wie gesagt, wir kommen gegen die nicht an. Es bringt nichts, gegen sie zu kämpfen. Bräuchte, glaube ich, eine Waffe mit 100 Schaden oder so, dass wir sie ansatzweise mal besiegen könnten, bevor die uns töten. Einfach viel zu stark. Aber hier sollten wir unsichtbar sein. Oder zumindest getarnt genug. Soweit wie ich weiß, reagieren die nämlich eigentlich nur auf Sehen und nicht wirklich auf Geräusche. Und da wir hier in einem Busch sind, Busch bringt übrigens wirklich was. Es stand nämlich sogar mal im Ladebildschirm, dass das wirklich was bringt, dass man in einem Busch steht. Schnell rüber. Weißt, da vorne ist nochmal einer. Ich versuche gerade einfach nur schnell genug hier hinterzukommen. Okay, das haben wir schon mal geschafft. Sind irgendwo da vorne war nochmal einer. Da ist er. Oh, der steht richtig ungünstig. Der andere patrouilliert genau bis da vorne. So, der ist da rechts, ne? Ja. Sieht er uns hier? Nee. Nee, tut er nicht. Dann müssen wir auf den da links aufpassen. Das Hyrule-Gras. Der da rechts scheint auch nur zu stehen. Da hinten ist nochmal einer. Scheiße. Da seht ihr den. Scheiße. Der hat uns auch gesehen. Mist, er hat uns nochmal gesehen. Ja, ich kann mich gleich wegteleportieren, das bringt nichts. Verdammt! Hä, warte mal. Wieso ist hier die Dings nicht markiert? Ungefähr hier? Ungefähr hier war... Warte, ich habe eine Nachricht bekommen. Achso. Ungefähr hier war doch gerade noch ein Schrein. Den machen wir jetzt auf jeden Fall mal. Ich markiere den mal kurz als grün ungefähr. Da so. Wir teleportieren uns wieder weg. Cooles Bild. Nee, also es hat gerade keinen Sinn, da das zu machen. Scheiße. Wir müssen halt dem Fluss Hylia folgen und ich habe gehofft, dass wenn wir das Gebiet irgendwie als ja, entdeckt hinkriegen, dass das ausreicht. Aber leider hilft das nicht. Wir kommen so nicht weiter. Verdammt. Viel zu viele Wächter. Das Problem ist halt, die One-Hitten uns. Genauso wie diese kleinen Mini-Steinchen da. Das ist einfach One-Hit. Ich meine, ganz ehrlich, 3 Herzen Schaden, dieser Riesenstrahl, den die da wegballern mit dieser Mega-Explosion? Locker. Ich meine, die kleinen Nanobots machen ja, glaube ich, schon 1 oder 1,5 Herzen Schaden. Also bitte. Wir reden hier von Nanobots, das sind ja nur wirklich die ganz, ganz kleinen. Ach, verdammt. Warum? Der Turm ist so nah. Oh, da unten ist noch ein großer Bockblin. Da ist noch ein Krog. So, da haben wir den Krog auch. Zack. Und ein Krogsamen.
Und 8. Und auf Wiedersehen, Krog. So, der Baum hier sieht zum Beispiel auch schon wieder super anders aus, aber das ist einfach nur ein Apfelbaum. Oh. Bocklin. Fiddling? Nee, Hyrule Pilz. So, wir können ja zumindest den Schrein machen. Haben wir hier schon drauf? Ich glaube nicht, da oben war was drauf. Ah, Mist, hat Donner getroffen. Ich hab schon gehört. Was ist das denn? Eier. Ein frisches Ei, das sich oft in den Vogelnestern oder Baumkronen findet. Es ist sehr nahrhaft und eignet sich hervorragend zum Kochen. Cool. Ich will Eierkuchen oder sowas machen. Oh, das wäre schön. Ich hab jetzt so richtig Bock auf Eierkuchen. So eine Scheiße. Warum geht's in dem Spiel auch um Kochen? Verdammt. Hardcore-Abfrost-Ding. Hier ist eine komplette Ruinenstadt. Ja, ein Dörfchen. Ein paar Häuser. Eigentlich nur ein paar Häuser. Da vorne ist ein großes, eine große Festung von den... Ja, es ist eine kleine Festung. Sagen wir mal, kleine Festung. Schleimer? Ja, Schleimer. Ich will da jetzt mal nicht näher ran, da sind mir einfach zu viele Gegner. Wo man die super von der Luft aus über angreifen könnte. Mit dem Sprungbrett gleich daneben. Ich muss doch feststellen, die Leute, die in diesen kleinen Festungen hier sind, die sind doch etwas freudiger, was das Sehen von uns angeht. Finde ich nicht so cool. Ich könnte auch noch probieren, die... Ach du Scheiße, Riesenschleime! Okay, da habe ich mich jetzt schon fast erschrocken. So, hier vorne irgendwo war es. Na gut, der Grüne war da ein bisschen falsch gesetzt. Aber es war schon grob die Richtung. Ich glaube, wir wurden gerade gesehen, kann es sein? Nee, die kämpfen da gerade. Gegen Reisende? Na, die müssen wir aber helfen hier. Mist. Nee, essen, essen, essen. Ganz schnell essen. Das war knapp. 4 Herzen. 1,5 Herzen. Das ist auch nochmal 1,5, ne? Und dann dazu noch einen Apfel. Zack, und voll. Na komm schon. Ach Mist, Rückwärtsseite. Do it. Und zack, zack. Er ist schon tot. So. Die beiden sind weg. Puh, das war knapp. Milz, ich stehe wirklich in deiner Schuld. Hier, ein kleines Dankeschön. Abwehrkürbis-Eintopf. Okay, die Abwehr. Rüstungskürbis, schon schön lange gekocht, ergibt diesen Eintopf, der in Kakariko oft abends auf den Tisch kommt. Hm, Eintopf, aber leider mag ich keine Kürbisse. Dies ist wirklich kein besonders einladender Ort, ich mein's ernst. Ja, wir sind kurz vorm Schloss. Wir haben's irgendwie überstanden. Heute Mina. Die hat irgendwie Make-up drauf, als würde sie jetzt gerade andere Augen haben. Okay. Heute muss unser Glückstag sein. Achso, ich dachte, ich krieg von dir auch nochmal was. Och, Menno. Och, Mina. Tu mir das doch nicht an. Nächstes Mal helfe ich dir nicht. So voll fies. So. Jetzt haben wir nämlich hier den Schrein und dann sind wir gleich neben dem Turm. Schon mal wenigstens ein Vorteil. Der Yakamata-Schrein. Dann haben wir wenigstens in der Folge noch etwas erreicht, außer zu sterben. Und fast zu sterben. Irgendwann, Freunde, irgendwann schaffe ich es daran zu kommen. Irgendwann weiß ich, wie man mit Wächtern umgehen muss. Aber jetzt anscheinend noch nicht. Gut, ich meine, wir sind am Anfang des Spiels. Wir haben noch nicht mal Equipment irgendwie. Ich weiß zum Beispiel auch durch die Gamescom und so, dass es auch eine richtige Ritterrüstung, also richtig dicke Rüstung gibt. Wir haben inzwischen 20 Krogsamen, cool. Das wissen wir schon. Kaltes Wasser wissen wir auch schon. So, was bist du für eine Prüfung?
Ach du Scheiße. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Yaka Marcha. Im Namen der Göttin Sylla sollst du geprüft werden. Die gewaltige Kraft. Das scheint mir eher so eine Kombinationsgeschichte zu sein. Also hier ist auf jeden Fall was für Eis. Okay. So, den kann man kaputt machen, den kann man kaputt machen. Ach so, ah, ich verstehe, wartet. Okay, so. So, und jetzt runterschwingen lassen und dann... Geil. Oh, cool. Ja, das... Es wird demnächst noch ein Unboxing geben. Wow! Oh! Mist. Ausgerechnet, das funktioniert nicht. Wahrscheinlich auch nicht hier nah dran, ne? Achso, warte mal, das ist aus Metall. Ich könnte auch einfach meinen Stasi-Mittel benutzen. Ja, gut, ne? Oh oh. Okay, es sind normale Nanowächter. So, jetzt haben wir unser erstes Schwert kaputt. Was haben wir noch hier? Eins mit Angriff. Ah, und den Soldaten Zweihänder. Ah. Huh. Ach Mist. Ich glaube, warte mal. Wartet mal. Ich will mal was ausprobieren. Genau, wir können nämlich die Schüsse reflektieren. What the fuck? Okay, das Timing ist blöd. Ja, okay, ich greife einfach an. So, wir haben hier ein Wächterschwert. So, dann haben wir ganz viele Schrauben und Zahnräder. Okay, voll cool. Haben wir noch ein Wächterschwert. Ich liebe diese Wächtersachen. Ich muss es einfach mal so sagen, wie es ist. Ich liebe diese Wächtersachen. Die sind unfassbar cool. Okay, also Zweihänder ist nicht so meins. Muss ich jetzt mal leider so feststellen. Zweihänder ist echt nicht so meins. Wir haben hier noch ein Ritterschwert. 26, das ist glaube ich ein Einhänder sogar. Leicht zu führen, ja. Ja, ein Einhänder. Das ist halt ein Zweihänder. Nee, Zweihänder-Schwerter sind echt doof. Also ich mag Zweihänder-Äxte und so, ja. Das ist cool. Aber Zweihänder-Schwerter sind doof. So, dann wechsle ich mal. Ach ja, haben wir noch so ein Stachelbockschild. Stimmt, das hätte ich auch mitnehmen können, ne? Wir haben ja genug Schilde. Mushin Großschwert. Dieses zweischneidige Schwert fertigen Shika-Schmiede speziell für die Soldaten Hyrule's, denen die einseitig geschliffenen Shika-Kurzschwerter allzu fremd waren. 50 Schaden. 50. Das hat doppelt so viel wie dieses Wächterschwert. 50 fucking Schaden. Alter. Das müssen wir mal kurz ausrüsten. Das müssen wir mal ganz kurz ausrüsten. Also, ob ich Zweihänder-Schwerter mag oder nicht,
50 fucking Schaden. Das werde ich übrigens, das Zanshin-Kurzschwert werde ich nicht benutzen. Das ist einfach viel zu cool. Okay. Ja, okay, ich sehe es. Die Frage ist nur, wie? Ach doch, damit, ja. Okay. Hätte ich, muss ich mal kurz so sagen, hätte ich nicht gedacht. So, und beenden. Ach so, und dann... Das war cool. Das war wirklich cool. Ich musste kurz überlegen, aber es war cool. Okay, da ist noch eine Kiste. Okay, ist nix. Das sind coole Rätsel hier in dem Tempel. Schrein. Ritterschwert. Waffentasche ist voll. It's time to say goodbye, Bumerang. Ich hoffe, wir kriegen davon nochmal irgendwann welche. Falls wir sie brauchen. Aber wir haben keine Taschenplätze. Ist doof. Ich bin mal gespannt, ob jetzt gleich nochmal ein paar Gegner kommen. Ja. Damit habe ich gerechnet. Kommt der jetzt echt hierher? Nee, er untersucht nur. Na, das war ein bisschen fail. Okay, wir versuchen es mal so zu rollen, dass er direkt hier vorne landet. Naja, wenn wir es vermeiden können, angreifen zu müssen direkt, dann warum nicht, ne? Scheiß drauf, ne? Oh, der hat ne... Nein! Hat er wirklich? Oh mein Gott, der hat sie auch noch fallen gelassen. Oh, wie geil. Die habe ich bei meinem anderen Charakter schon mal jetzt erhalten. Das ist die geilste Waffe im Spiel. Das ist so ein geiles Ding. Es ist die Wächterlanze. Von Nanowächtern verwendete Lanze. Die Spitze erscheint erst kurz vor dem Einsatz. Ihre Schärfe zeugt vom Wissen der antiken Shika. Ich liebe Lanzen, das habe ich ja, glaube ich, seit Anfang des Spiels, glaube ich, schon gesagt. Glaube ich. Das war jetzt ein paar Mal mehr, glaube ich. Was Gnadenstoß ist, weiß ich übrigens immer noch nicht. Auf jeden Fall werde ich die zwei Sachen wegpacken und zwei Wächterlanzen mitnehmen. Weil es gibt keine geilere Waffe. Ich meine, allein schon hinten drin sieht sie cool aus. Und es sind halt, es sind Lanzen. Die machen halt zwar nur 10 Schaden, ist halt recht wenig. Für eine Lanze eigentlich ganz viel. Aber es sieht einfach nur unfassbar geil aus. Okay. Kommen wir noch weiter? Ja. Oh, das ist noch ein neuer Gegner. Ach, wir können die einfach kaputt schlagen, stimmt ja. Werfen, werfen, passiert nichts, egal, weg. Ja gut, ne? Apfel. Immerhin etwas. Ich glaube, wir schaffen den Tempel hier nicht mal. Der ist echt groß, muss ich mal so zugeben, ne? Ja, damit habe ich gerechnet. Oh, da geht sogar ins Nichts. Oh, damit habe ich dann nicht gerechnet. Das da vorne sieht aus, als will es uns abschießen. Ich gehe mal hin. Okay. Ist nichts Böses schon mal? Ah, okay. Ach, das hat sogar... Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Ich muss jetzt wirklich meinen Controller bewegen.
Shabams. Und... Und nochmal. Jetzt. Jetzt ist er drinne. Hole in one. Naja, fast. Mehr oder weniger. So, okay, die Folge wird jetzt lang, ist mir egal. Wir machen jetzt den Tempel noch durch. Antiker Reaktorkern. Habe ich, glaube ich, auch schon mal vorgelesen. Ich liebe diese Nanolanzen. Ich habe mich eigentlich die ganze Zeit gefragt, ob wir hier immer noch eine kriegen durch die Kistendrops von den Amiibos. Weil das war das allererste, was ich gekriegt habe bei meinem privaten Spielaccount. Okay, da unten geht's wieder ins Nichts. Genau, und hier würde man runterfallen. Aber hier fehlte irgendwie noch was. Ach so, ich muss Flipper spielen. Okay, und wie fucke ich das jetzt ab? Hier ist nämlich sonst nichts. Okay, damit auch nicht. Na, muss ich jetzt wirklich einen Feuerfall benutzen? Kann ich hier vielleicht auch einfach durchschießen? Nee. Achso, hier vielleicht, aber... Ah! Okay, es funktioniert wirklich so. Oh, wie gut. Und tschüss. Dachte ich mal. Mist. So, jetzt aber. Genau. Ey, muss man echt alle Module quasi benutzen. Das ist geil. Nee, wirklich, das ist cool. Okay, und was haben wir jetzt hier? Ein Rambock. Okay, aber was zum kaputt machen? Ja, wir haben echt alle Module gerade drin. Ah, eine Kiste. Okay. Silberner Rubin. Sehr schön. Naja, bleibt mir nur das hier. Aber ich habe halt nichts wirklich Heftiges zum draufhauen, ne? Zerbricht gleich. Wow. Wow. Das ging jetzt aber... Scheiter? Ja, doch, das sieht aus wie ein Scheiter. Echt, was alles, was blinkt und leuchtete, macht mir ein bisschen Angst. Ihr wisst ja. Ja, oder auch nicht. Ich glaube, das Ritterschwert habe ich jetzt selbst benutzt. Liegen die anderen noch da? Ja. Oh, cool. Gleich mal eins mitnehmen. Oh, liegen die anderen noch da? Geil, erstmal jetzt mitnehmen. So, und Schlitz. Holy moly. Was war das denn? Das ging jetzt aber flott. Oh, geil, noch ein Diamant. Für 500 können wir den verkaufen. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ist mir egal. Alter, der schießt ja richtig krass in die Luft. So, und hier haben wir jetzt nochmal alles im Überblick. Wow, das ist echt großer Tempel. Und wir haben alle Kisten und alles gefunden. Cool. Ja. Alles, was irgendwie wichtig war, haben wir gekriegt. Cool. Okay. Dann war das echt auf jeden Fall eine der schwersten Prüfungen. Längsten eigentlich nur. War nicht sonderlich schwer. Die war sehr kreativ, weil man alle Module benutzen musste. Bis aufs Kryo, also das war jetzt eigentlich unwichtig. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du auserwählter Held. Da-da-da-da.
6. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Und tschüss, Bro. Dessen Namen ich übrigens vergessen habe. Irgendwie Kato oder so. Brennende Dinge. Trockenes Gras ist sehr leicht entzündlich. Und wenn es erst einmal brennt, dann breitet sich das Feuer schnell aus. Eispfeil. Interessante Idee. Ich will es nicht ausprobieren. Interessante Idee, insofern, ob Eispfeile vielleicht die Wächter einfrieren? Eigentlich könnten wir ja mal ausprobieren, ob sowas funktioniert. Wir haben ja schließlich 10 Stück davon. Aber wie gesagt, eigentlich möchte ich es nicht riskieren. Gut, dann war es das für diese Folge. Irgendwann kommen wir zu diesem Scheißturm auch noch rauf. Irgendwann. Wahrscheinlich aber nicht im nächsten Part. Ich werde es vielleicht nochmal probieren, dort rauf zu kommen. Im nächsten Part dann. Aber also wenn es jetzt beim ersten Mal dann nächstes Mal nicht klappt, war's das. Also danach lasse ich es dann auch sein. Ist das so eine... Also, ups. Soll man denen ein Opfer darbieten? Holy shit! Danke, Krok, du hast mich gerade gerettet. Alter, scheiße. Was bist du denn? Du bist ja so ein großer Bockblin als, als Skelettversion. Soldatenbogen? Der hat einen Soldatenbogen? Genau, Moblin. Moblin-Knochen. 15 Schaden. Auch ohne den Rest des Körpers findet dieser Arm eines Moblin keine Ruhe. Er kann als Schlagwaffe eingesetzt werden, ist aber sehr zerbrechlich. Ein Riesenteil. Okay, ja, also so eine Dinger müssen wir auf jeden Fall mal beachten. Können wir mal irgendwas reinlegen und dann kriegen wir einen Krog dafür. Guck mal, aber von hier aus... Sieht das aus wie ein übelst einfacher Weg. Keine Wächter außer der da rechts. Alles easy. Und trotzdem unfassbar schwer. Aber... Na, 19:30. Danke, Wecker. Bleib halt ruhig länger an. Ich drücke ja schon 10 Mal auf den Knopf. Gut, wir werden es nächstes Mal von hier aus probieren, dahin zu fliegen. Vielleicht hilft es. Ich glaube allerdings noch nicht dran. Ich glaube nämlich, die Wächter, die dort sind, sind nur nicht geladen. Ja, aber eigentlich müssten sie ja. Der eine ist da rechts ja schließlich auch geladen. Allerdings der andere da hinten auch nicht. Ne? Auch nicht vergessen. Gut, dann versuchen wir das im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ey, wie nah wir dran sind einfach. Wir können da schon fast hinspucken. Scheiße. Das macht mir echt Sorgen übrigens, dass ich gerade hier bin. Hallo. Huhu. Gut, dann, ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da und vielen, falls ihr keine Folgen verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Peace out, eure Kunst der Play. Ciao.